einen schönen guten Tag. Ich bin hier in Duisburg-Wedau in der Eisenbahnersiedlung. Und zwar auf besonderen Wunsch. Die Eisenbahnersiedlung ist gebaut worden zwischen 1913 und 1915. Das waren damals 312 Häuser mit 48 Wohnungen, also plus 48 Wohnungen. Und es gab eine Infrastruktur, Läden, Post, Schule. Und der Architekt hieß Caspar Maria Grad. Und nach dem Ersten Weltkrieg gab es hier eine Erweiterung, weil die brauchten preisgünstige Wohnungen für kinderreiche Familien, für Witwen und Waisen von Soldaten. Und bis 1925 sind nochmal 158 Gebäude dazugekommen. Die katholische Kirche und die evangelische Kirche hat also kräftig erweitert. 1928 kam sogar ein Theatersaal dazu. Und ab 1930 wurde das dann insgesamt peu à peu auf 611 Häuser und 1043 Wohnungen erweitert. So, und das ist also eine Gartenstadt. Da gibt es drei Stück von im Rheinland. Eine ist zum Beispiel in Essen die Margaretenhöhe. Da waren wir ja schon mal. Wenn noch nicht ganz so viel im alten Teil der ursprünglichen Margaretenhöhe, aber der ist ja schon ziemlich abgegrast. Das hatte ich ja auch erwähnt. Die hatten also innenliegende Gärten, was sie natürlich immer noch haben. Die dienten damals der Selbstversorgung. Heute ja nicht mehr. Und die hatten immerhin WC, Küche, teilweise Spülküche, Einbauschränke, teilweise Speisekammern. Die hatten Waschkessel, Badeöfen und Beleuchtungsanlagen, außer im Wohnraum. Was ich gar nicht verstehe, weil da wäre doch fast am wichtigsten. Aber so steht's geschrieben. Manche Fassaden sind noch alt, andere sind schon wieder neuer. Es gab hier auch Fortbildungseinrichtungen, Bücherei, Leseraum. Ein Konsumverein gab es und es gab eine eigene Spar- und Darlehenskasse. Ein Ledigenheim hat es gegeben. Da gab es zusätzlich Kammern unter dem Dach. Ein Gasthaus gab es, ein Gemeinschaftshaus für Vereine, eine eigene Kläranlage. Es gab einen Gartenbau zur Abgabe von Pflanzen und Tieren. Mit Kleintierzucht war der und eine Luft- und Freibadanstalt. Und dann noch Ärzte, Apotheken, Sozialstationen. Aber wie man so will, ein eigenes kleines Dorf. Hier ist der Markt. Das ist jetzt mehr Parkplatz, Rasenfläche. Nachbarschaftstreff.
Ist auf jeden Fall eine kleine Welt für sich. Mit einem kleinen YouTuber, auch für sich. Ja, dann gibt es Neuigkeiten von meinem Roller. Der ist also tatsächlich angekommen in Hamburg vor 2 Tagen. Und die Firma, die das alles abwickelt, die sitzt ja auch in Hamburg. Also die haben jetzt 300 Roller bekommen. Das ist die Frage. Wickeln die das selber ab? Beauftragen die einen Dienstleister damit? Und wenn ja, wie lange dauert das alles? Das ist ganz schwer zu sagen. Auf jeden Fall geht es jetzt auf die Zielgerade. Er sollte also jetzt irgendwann mal ankommen. Dann muss ich nur noch das Versicherungskennzeichen beantragen. Und dann hoffe ich, dass es losgehen kann. Heute ist übrigens Freitag. Wir haben 14.35 Uhr und es sind 24 Grad Celsius. Ich habe heute mal wieder meine neue Mikrofonierung gewählt. Kleines Lavalier-Mikrofon über meine Funkstrecke. Im Prinzip macht das ja eigentlich jeder YouTuber so, der so Walking-Videos macht. Der Vorteil für mich ist, ich muss die Kamera nicht direkt vor mein Gesicht halten, um in das Mikro reinzusprechen, damit man mich hört. Weil dann laufe ich ja wirklich mit der Kamera vor der Nase rum und dann sieht jeder sofort, was ich da mache. So kann ich die Kamera irgendwo hinhalten. Ich habe ja das Mikro oben am T-Shirt. Das ist eigentlich egal, wie ich die Kamera halte. Solange die Verbindung nicht abreißt, ist halt ein bisschen unauffälliger. Man weiß ja nie. Ja. Gehen. Das hier ist die Grenzstraße, die Wedauerstraße.
Das ist auf der Seite hier die Grenze. Das ist relativ überschaubar. Das ist ein richtiges Viertel. Rechteckig. Ein Viertel halt. Und hier auf der anderen Seite der Straße, linkerhand jetzt, das gehört schon nicht mehr dazu, sondern das gehört nur dieser Seite dazu. Unter den Eichen war bestimmt früher die Gaststätte. Was das heute ist, weiß ich nicht. Und eine Sache will ich euch hier noch zeigen, wo wir gerade hier sind. Obwohl das jetzt eh nicht besonders lang war alles. Ja, kann man hier schon sehen, hier steht ein Gebäude, da kann man einen Ruderer erkennen. Eine Ruderin ist das. Und hier ist nämlich das Ende der Regatta-Strecke. Und ganz da hinten kann man Autos fahren sehen. Linke Hand, und dann die Tribünen. Da war ich ja schon mal mit euch. Also, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Danke für eure tollen Kommentare. Da verplappere ich mich schon wieder. Kein Video ohne Stockfehler. Und danke auch an alle neuen Abonnenten. Und an die Alten, die mir die Treue halten. Macht's gut. Bis dann. Ciao.